So, hallo und herzlich willkommen wieder bei KJ Games. Heute mit einer neuen Kritik, denn es geht heute um Die Schöne und das Biest, der neuen Realverfilmung von Disney des Zeichentrickklassikers von 91. Und ob der mit dem Original mithalten kann, das erfahrt ihr jetzt. Zur Story habe ich ja noch einmal ein extra Video gemacht, das findet ihr oben in der Infocard oder unten in der Videobeschreibung. Da erzähle ich noch etwas genaueres zur Story und zum Cast. Auf jeden Fall, es ist, wie wir es erwartet haben, die gleiche Story wie im Original, nichts großartig besonders anders erzählt. Es gibt drei neue Songs, die allerdings nicht überwältigend sind, muss man sagen, und es auch ohne diese Songs ja gegangen wäre, sagen wir mal so. Auf jeden Fall, der Cast ist wirklich gut besetzt, kann man nicht anders sagen. Wir haben hier Emma Watson, die sehr gut spielt. Dazu haben wir natürlich Dan Stevens, der als Beast, der ebenfalls gut spielt. Allerdings kommt beim Beast oftmals, ja, wirkt es etwas plump, aber mit der Zeit kommt so ein bisschen mehr, ja, Emotionen und Charakterzüge raus, die sehr schön sind. Und so muss man sagen, der ganze Cast ist eigentlich relativ gut. Vor allem, was die Stimmen angeht von den einzelnen Haushaltsgegenständen. Denn die wurden, wie es aussieht, hauptsächlich nach ihren Stimmen gecastet. Wie zum Beispiel Ewan McGregor oder auch Ian McKellen. Und wenn man die dann später in echt sieht, dann wirkt es teilweise so, als wenn, ja, als wenn das nicht ganz passt. Denn Ewan McGregor sieht halt in echt nicht so wirklich gut aus als französischer Butler. Das sieht irgendwie nicht so ganz passend aus, weil er halt, ich glaube, Engländer ist. Auf jeden Fall, ja, es ist dann halt hier so, dass teilweise Engländer und Amerikaner Franzosen spielen sollen. Und das passt dann nicht immer ganz. Sonst muss man sagen, gut besetzt. Im Deutschen ist bei der Synchronisation eigentlich alles gut gegangen, bis auf den Gesang. Teilweise haben die Synchronsprecher selber gesungen, was sich dann relativ gut anhört, muss man sagen. Auf der anderen Seite hat zum Beispiel Emma Watson, die deutsche Synchronsprecherin von ihr, in diesem Fall nicht selber gesungen und wie ich so gehört habe, im Englischen schon. Deswegen, ja, ist es hier ein bisschen doof, genauso wie von Dan Stevens, dem sein Synchronsprecher hat, wie es sich auf jeden Fall anhört, nicht selber gesungen. Von dem her schade und es reißt einen einfach so ein bisschen raus, wenn der Gesang dann kommt und da denkst du dir, wow, das ist jetzt aber nicht Emma Watson, die da singt. Deswegen muss man mal gucken, wie sich das im Original, ob sich das da besser verhält. Allerdings hat sich das da auch sehr anders angehört, weil der Gesang sehr gepolished ist, also sehr, ja, auf wunderschön gemacht. Und ja, jetzt komme ich auch zur Technik. Technisch ist der Film sehr beeindruckend, kann man nicht anders sagen. Er sieht toll aus. Die einzelnen Charaktere, was ja vor allem die Haushaltsgegenstände angeht, die sehen sehr, sehr gut aus. Detailreich, dem nehme ich das wirklich ab, dass die sozusagen echt sind. Was ein bisschen komisch ist, dass der Kronleuchter manchmal 3 und manchmal 4 Kerzen hat. Das wechselt immer mal ein bisschen, wie er gerade im Bild ist. Das ist so ein kleiner Fehler, wie es aussieht oder ob es gewollt ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, die Stimmen dazu sind wirklich gut und ich nehme das denen wirklich ab. Das Ding ist halt, es wurde hauptsächlich im Studio gedreht und das sieht man an manchen Stellen auch. Ich habe ihn jetzt in 2D gesehen, aber ich vermute, dass es in 3D teilweise noch stärker auffallen wird, weil er halt auch nicht in echtem 3D gedreht wurde. Deswegen, da fällt es halt meistens, finde ich persönlich, stärker auf, dass es im Studio mit Greenscreen gedreht wurde. So muss man sagen, die Sets sehen alle wirklich sehr, sehr toll aus. Also das ist, muss man sagen, so das Beste, was man an Set machen konnte, was einfach vom Aufwand her angeht, wie gut das aussieht. Es gibt schon viel schlimmere Sets, aber man merkt halt den Unterschied im Film immer zwischen Set, also Studio, und echter Kulisse, also was halt wirklich in echt existiert so und nicht nur in einem Studio aufgebaut wurde. Deswegen, das merkt man hier leider ein bisschen, dass es halt im Studio gedreht wurde. Sonst wunderschöne Bilder, kann ich nicht anders sagen. Das Biest sieht gut aus, allerdings muss ich da auch sagen, dass es so ein Ticken an manchen Stellen nicht, ich es ihm nicht ganz abnehme, dass es sozusagen real wirkt. Also du denkst dir manchmal schon so, da sieht man jetzt schon, dass es animiert wurde. Und
Man muss sagen, das ist so das, mit das Beste, was, wie man das umsetzen kann, weil dieses Biest menschlich wirken zu lassen, ist eh extrem schwierig und das zu animieren ebenfalls. Und das ist so das Beste, also das kann man ihnen schon zugute halten, dass sie ja wirklich das Maximum rausgeholt haben, was geht. Aber sonst ist es wirklich sehr schwierig, ja, das immer hundertprozentig realistisch wirken zu lassen. Sonst kann ich sagen, der Sound ist gut, die Musik ist oftmals oder zum größten Teil im selben Stil gehalten. Aber deswegen komme ich jetzt auch schon zu meinem Fazit. Der Film ist eine gute Umsetzung der Vorlage, allerdings zu lang. Er geht über 2 Stunden, was für Kinder eh immer schon ein bisschen schwierig ist, weil der Film hat definitiv die Kinder als Zielgruppe plus die Eltern, die das in ihrer Kindheit gesehen haben. Und deshalb ist es hier auf über 2 Stunden gestreckt echt schwierig. Das Original geht 1,5 Stunden, das ist gut und das reicht auch, weil die Geschichte bietet einfach nicht viel mehr. Es gibt sehr viele Stellen, wo du denkst, okay, geht das jetzt mal weiter? Also es zieht sich an manchen Stellen schon ein bisschen und so 1/2 Stunde weniger wäre echt gut gewesen, weil ja 3 Songs mehr drin sind, die, wie ich finde, nicht unbedingt hätten sein müssen, aber dementsprechend ist der Film wirklich schön geworden. Also es ist eine schöne Disney-Realverfilmung geworden, extrem aufwendig. Emma Watson ist eine super Darstellerin für die Belle und ja, die Geschichte, man muss sagen, wenn man die Geschichte nehmen würde und allen Gesang, weil das Ding ist, so wirklich große Gefühle gibt es nicht in dem Film. Wenn diese Gefühle von echten Schauspielern, wie zum Beispiel jetzt Emma Watson, wenn die ihre Gefühle, die sie in den Songs immer besingt, zeigen würde, dann wäre der Film viel stärker, was das Schauspiel angeht. Aber durch den Gesang wird das einfach so ein bisschen abgeschwächt. Und klar, es ist die Vorlage, aber man hätte hier auch mal sich was trauen können und das Ganze so ein bisschen anders umsetzen. Klar, der Gesang ist wichtig in Disney-Filmen, aber nicht das Wichtigste überhaupt. Deswegen, der Film ist gut. Ich kann ihn allen empfehlen, die die Schöne und das Biest stehen, beziehungsweise den ersten Film, die Zeichentrickvorlage, gemocht haben. Die werden hier auch wunderschöne Momente haben, weil es gibt so tolle Songs wie sei hier Gast und so. Toll. Also wirklich toll gemacht. Gesang ist auch sehr, sehr gut, wenn man den so an sich sieht. Sehr gutes orchestrales Sounddesign. Sehr schön. Gefällt mir. Und ich kann ihn empfehlen für alle Fans der Vorlage und für alle Familien. Ist der ebenfalls sehr, sehr schön. Bloß, wenn man ein bisschen mit dem kritischen Auge drauf guckt, sieht man halt doch, dass er nicht an allen Stellen perfekt ist. Das war es soweit mit meiner Kritik. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da. Schaut euch die anderen Videos an zu Die Schöne und das Biest. Da habe ich einmal ein Video gemacht, wo es um den Cast und die Story geht. Und im Weiteren geht es auch noch, in dem weiteren Video geht es auch noch um die Technik. Also ein paar Fun Facts, ja, was so in dieser Produktion steckt, weil die war extrem aufwendig. Das war es soweit. Bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao.